Entweder hier oben oder noch ein tiefer. Nee, oder wir müssen hier warten. Los, knacken. Hier ist das, hier ist das. Oh, hört sich grausam an immer nachts. Oh Gott. Jade! Jade! Oh nein! Oh nein, komm zum Museum. Troy, ich bin's Crane, Raisa Jade. Und hält sie in irgendeinem Museum gefangen. Weißt du, wo das sein könnte? Was? Museum? Ja. Raiz nutzt es als Hauptquartier. Crane, du kannst dort nicht hin. Wir können da hin. Nein, das ist zu offensichtlich für eine Falle. Gibt es einen Weg, sich hineinzuschleichen? Einen Weg, die Bastarde zu überraschen? Ich weiß es nicht, aber... Tarek vielleicht. Er ist der Kurator. Er sollte etwas über die Verliese unterhalb der Festung wissen. Gut, ich rede mit ihm. Okay. Du findest Tarek in dem Gebäude mit dem Dachgarten. Viel Glück, Crane. Und Crane, wenn du kannst, besorg dir am besten neue Waffen. Soll ich mir die denn besorgen? Ja, das ist eine gute Frage. Boah. Eichmann. Meinst du? Alter. Da wirkst du ja erstmal in der Safe Zone. Was denn die? Hinter uns. Ja. Erstmal raus. Erstmal kommen sie rein. Erstmal kommen sie rein. Oh, der Dicker. Alter, der hat aber ganz schön. Der hat aber ganz schön. Jetzt wird's lustig. Die stehen alle hier bei uns an der Hütte. Alle. Alle, wie sie da sind. Nein! Nein! Da draußen hat keine Miete. Ich kümmere mich mal um den, die Seite hier. Draußen bleiben. Wow. Kann ich jetzt nicht auch noch Zahnung benutzen hier über Nacht? Ja! Tatsache! Ja! Komm nicht höher! Tatsache, Alter! Jetzt ist vorbei. Oh. Hält aber nicht lange vor. Ja, das ist eine Sicherheitszone. Troy wusste sofort, auf welches Museum sich Raiz. Oh, ja, wo bist du denn? Sind wir doch nicht safe. Ja, aber wir sind auf jeden Fall weg von der Straße, wo die Viecher sind. Und von hier sind wir gekommen. Deswegen war das Safe House. Hier sind wir gekommen. Es wird als Safe House gezeigt. Der Karte. Ja, gehen wir wieder raus in die Dunkelheit. Aha. Troy wusste sofort, auf welches Museum sich Raiz Botschaft bezog. Müssen wir hier, ne? Ja, gehen wir zur Quest halt, im Dunkeln, auch gut. Ah, oh Mann, du machst mich schon wieder fertig heute. Bleib hier einfach stehen. Wie lange dauert das denn noch? Wir sehen uns. Immer schön über die Dächer hüpfen. Ja.
Treppe denn? Da hinten ist er. Wir haben scheinbar das Ding da vorne zu. Ja, ich denke mal auch, doch. Okay. Mit dem Sprung. Ja, ja, ich war eine Waffe. Ich muss natürlich nur mit festhalten, wir haben mir und Nord. Da unten da oben ist so ein großer. Ja. Stell dich hier hinter, dann sieht er dich nicht. Da läuft ein. Da läuft Musik. Ja, dann sollen wir auch gucken, hat er Musik, ne? Ding mit den zwei. Das Ding mit der. Musik. Das Ding mit der Glaubensfrage oder sowas war das. Was denn jetzt? Oh, ich hab einen Pool gefunden. Was? Ein Pool. Pool. Hab hier drin. Die Nacht vorbei ist. Ja. Ja, ja. Cool, der Typ ist doch weg. Gerade eben wieder, ne? Immer. Ja, hier sollen wir irgendwas mit der Musik machen. Da hat er dauernd gesagt, hier hatten wir doch die eine. Jon. Ding ist noch ein weiter. Ah. Alter, was geht denn hier ab? Alter, halt dich doch mal! Alter, der will sich nicht festhalten. Oh. Ich hätte so eine Folge schon. Sehr schön. Ich darf ich erstmal hier. Ich weiß, warum oh, komm, Sie hier sind. Du bist denn reingegangen? Bei dem Balkon. Bei dem Balkon. Ich habe eine Zeitmaschine auf meinem Balkon. Hast du auch eine Zeitmaschine auf deinem Balkon? Ihr Erzfeind erwartet Sie. Er wartet schon sehr lange. Sind Sie ihm begegnet? Er wollte meine Visionen einst zu seinem Vorteil nutzen. Aber ich werde einem wie ihm nichts offenbaren. Ihnen dagegen schon. Oh Gott, und wie viel soll das kosten? Der Preis ist hoch. Aber Sie werden ihn nicht an mich zahlen. Gehen Sie jetzt zum Fluss. Dort finden Sie ein duftendes Nachtschattengewächs. Boah, nee, nicht schon wieder so ein Scheiß. Dass ich nur Pflanzen, nur keine Pflanzen sammeln kann. Die Laubschaden seiner Glut helfen Suchenden, den Schleier zu durchdringen. Nichts mehr auf Frage? Ich brauche einige Zweige dieses Krauts. Vielleicht besorge ich sie. Aber schalten Sie besser diese Musik ab. Hier, ja. Nur ein, was ich eintreten lasse. Nun muss ich meinen Geist entleeren. Ja, ich muss auch gleich was entleeren, aber nicht meinen Geist. Ja, ich muss auch was entleeren. Ah. So, wo ist jetzt das Museum? Hier, komm, mach ein Museum hier. Richtung. Rechnen die ganze Zeit. Ich hab den Kick gesehen. Der Kick, nee, der König nur. Scheiße. Ja, der war scheiße. Jetzt muss er noch runter. Warum prügeln sie sich da? Ah ja, das sind ja Raiz-Männer da, ne? Hier ist noch ein Händler, hier können wir nochmal kaufen. Ich habe ein Sonderangebot für dich. Ein Sonderangebot. Zeremonie des Kurzschwerts.
Ottomanische Sichel, 262 Schaden, Alter. Doppelläufige Schuhe, 1556. Ja? Ja? Tarek? Was wollen Sie? Wir haben nichts außer ein paar Essensresten hier. Ich möchte deine Essen. Keine Panik. Troy schickt mich. Troy? Gib mir deine Essen. Sei Dank. Ich hatte keine ruhige Minute, seit ich den Kleinen hier aufgelesen habe. Er hat nur mich, aber ich bin nicht so gut mit Kindern. Deswegen bin ich nicht hier. Aber Troy hatte versprochen, jemanden zu schicken. Ich muss ins Museum reinkommen. Ins Museum? Aber Troy meinte, es würde Hilfe kommen. Sie hat es versprochen. Also, Tarek, Sie sagen mir, wie ich ins Museum komme und vielleicht kann ich Ihnen helfen, okay? Raiz kontrolliert das Museum. Dorthin zu gehen ist Selbstmord. Nicht, wenn ich unbemerkt bleibe. Sie waren doch der Kurator, richtig? Da kennen Sie bestimmt einen Weg, wie man sich heimlich Zugang verschafft, oder? Haben Sie eine Tauchausrüstung? Nein. Schade. Es gibt einen Zugang im Smaragdteich, aber niemand kann so lange die Luft anhalten. Sie würden wahrscheinlich ertrinken. Wahrscheinlich ist nicht mit Sicherheit. Also werde ich's versuchen. Man muss ja nur noch tauchen, wegrennen, tauchen, tauchen, wegrennen, wegrennen, tauchen. Und looten. Looten und leveln, das vergessen. Auch eine Quest da unten. Wir sind überall Quests. Ist ja noch eine. Wo haben Sie ihn gefunden? Er war einfach plötzlich da. Er spricht kaum und wenn doch, sagt er komische Sachen. Oft kommt jemand namens Mike darin vor. Alles, was er bei sich hatte, war dieses Diktiergerät. Dieser Mike könnte sein Bruder sein. Der Junge sagt, er hätte ihn zurückgelassen. Er bat mich, ihn zu holen, aber ich kann nicht. Ihn mitzunehmen ist zu gefährlich und ich will ihn nicht hier allein lassen. Wissen Sie, wo er wohnte? Dolmer Street, Apartment 11-2. Okay, vielleicht schaue ich mal vorbei. Nehmen Sie das Diktiergerät mit. Vielleicht erfahren Sie so, was passiert ist. Er draußen. Wenn du wegen Essen hier bist, musst du warten. Du bekommst deine Ration wie jeder andere. Deswegen bin ich nicht hier. Ich bin Crane, ein Kurier. Sollte ich da draußen nach etwas suchen? Uns geht fast alles aus. Essen, Wasser, Medizin. Man ja, kann genau. Nicht meinen, dass die Altstadt ärmer als die Slums ist. Das stimmt allerdings. Aber es ist leider so. Ich frag mich aber, ob an den Gerüchten um ein großes Vorratslager irgendwo in der Stadt was dran ist. Die einzige Person, die Wahrheit kennt, ist Tabit Erdal. Aus dem bekommt man nichts raus. Wo finde ich ihn? Irgendwo in der Stadt. Er ist nicht gefährlich, nur schwierig. Er war früher Stadtsekretär und kann sehr bürokratisch sein. Versuch bitte, ihn nicht zu töten. Aber wenn du ihn töten musst, kann ich das verstehen. Ich glaube, wir müssen mal so langsam Nebenaufgaben machen. Oh, müssen wir? Ja. Ah ja, aber diesmal habe ich zum Glück den Haken ausgepustet. Aua! Hat die nur noch Aufschlag. I hate this. Bad shit. Ja, hat er dich kurz angegriffen. Ich sehe schon. Alter, da kommt drei. Alter, drei Selbstmörder kann man. Was hättet ihr? Kommt drei Selbstmörder raus. Gegenüber. Gegenüber unten aus dem Loch. Ja, da waren drei Selbstmörder. Oh, hier wollte ich doch gar nicht hin. Ruhe, Leute. Alter, hör auf hier, du kleine Puppelnase. Und das Puppelnase sagen. André, wo bist du? Komm, wo bist du? Wo bist du? Hier. Marco. Oh, Polo. Also wenigstens die Läufer kannst du ein bisschen noch platt machen hier, ne? Bitte ich ja. Will ich es. Ja, du willst mich ja nur ärgern.
Alter. Sag mal, kommst du jetzt hier mal hoch hier oder was? Alter, also heute ist er Wurm drin. Mit dir geht alles kaputt und ich komm, kann nicht mehr springen. Von dämlich. Hast du das Seil genommen? Ja, ne? Oh, ich bin irgendwie im Wasser gegangen. Bin sie denn so unter Wasser rein? Ah, was ist da hinter mir? Da haben wir was von hinten gegriffen. Nicht so mit die hier. Wo bist du denn? Im See. Ich bin im See. Du bist einfach ins Wasser gesprungen. Ich bin im See. Du bist im See? Ich bin im See. Bist du mal einfach so ins Wasser gesprungen? Noch nicht so. Ich bin im See. Okay, wir gucken mal im See noch, ob André da ist, ne? Oh nein, ganz viele Zombies auf der Insel. Inselzombies, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Geht ja gar nicht. Ich bin noch keine Prominente. So. Gar keine Prominente. Was hast du denn da? Guck mal, hier ist eine Kiste. Kannst du aufmachen? Ich will erstmal den Eingang. Mach das. Du hast ihn schon gefunden. Ich sehe nichts. Taschenlampe an. Habe ich gerade. Schwimmen. Einfach schwimmen. Mein Gott, wie der kann aber lange Luft anhalten. Hier kannst du mal wieder Luft holen. Wieder unten drauf tauchen hier. Ich hab Kack-Noob. Ja, bin ich auch. Troy wusste sofort, auf welches Museum sich Rais Botschaft bezieht. So, jetzt sind wir im Museum. Jetzt haben wir hier wieder Pratzengeballer, oder? Will nicht. Ich hab mal vorsichtshalber die Knarre. Ja, ich auch. Komm, ja. Ehrlich, nur tauchen. Hier liegen Leichen im Wasser. Hier schwimmen Fische rum. Und Fische? Ja, stimmt. André, hier runter. Ja. Hier blutet einer. Der ist wohl frisch. Der weiße Hai. Nein, sind hier alle ertrunken. Wir spielen jetzt hier so Posaune, hör auf. Bin ich nervös. Ja. Hör auf, das hab's mit den Drüsen. Ich kann da nichts für. Schon wieder tauchen? Aber sind wir auch, haben wir auch bald mal fertig getaucht? Oder geht das noch nicht jetzt hier so weiter? Weiter. 2 Stunden tauchen jetzt. Geil. Da stehe ich drauf. Oh, diese spannende Musik, als wenn gleich jemand ja, passiert, ne? Ja, weil da kommt so ein Hai irgendwo raus, oder? Schlimme ist, ich weiß gar nicht, wo wir längs müssen. Und schwimmen hier einfach nur so durch die Gegend. Komm, klub ich mal. Warum liegt hier, ist hier eigentlich alles? Leichen, Fässer, Stühle, Fische, Pflanzen? Ja, die Leute sind hier ertrunken. Fische haben angefangen, sie zu essen. Im Bluten. Schlimmer ist ja gleich, einer bewegt sich gleich. Irgendwie habe ich das Gefühl. Packt uns.
Weil alles nur paranoid. Wahrscheinlich. Jetzt müssen wir hier noch raus. Alter, ich komme nicht hoch. Hä? Ich auch nicht. Kraft. Ja. Nicht jetzt. Ja, auch gleich. Bitte nicht jetzt. Nicht jetzt. Bitte nicht jetzt. Vergesse ich nicht zu heilen. Echt? Sie ist ja schon wieder soweit. So. Troy? Ich höre dich. Ich bin drin. Das war der einfache Teil. Ich hoffe, das ist dir klar. André. Danke für die aufmunternden Worte. Ich sag's nur, wie es ist. Ich bin zu erschöpft, um einen Wurfhaken zu benutzen. Ja. Aber ich kann hier noch überall hin und her springen, oder was? Dafür bin ich nicht zu erschöpft. ihr habt eine Logik. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, Spielentwickler, ihr habt's voll drauf. Und was jetzt hier? Kann ich das hier kaputt hauen? Dreh zu. Ah, nee. Oder soll ich jetzt wieder ransprengen da? Geronimo! Schafft bist du. Ich natürlich nicht. Sind's ja die Tür. Ich sehe schon wieder nichts hier, weißt du doch. Oh Mist. Ich glaube, er weiß, dass wir jetzt hier sind. Nein, die ballern einfach so immer rum. Wenn ich mir mal den aber auch vorstellen. Hallo, und will ich Ticket haben? Hallo. Ich brauche Ticket. Jetzt guck mal von der Seite, bam! Ist vor allem jetzt schon tot. Wir sehen uns wieder. Letztes Mal hast du mir was genommen. Jetzt habe ich dir was genommen. Zum Handeln ist es zu spät, Reis. Ich verschwinde hier mit Jade oder mit der einen Hand, die du noch hast. Überleg's dir. Du kannst nicht einfach fordern, sie zu haben, Crane. Du musst sie dir fangen. Ah, schon wieder so eine Arena. Los! Oh. Was ist so gewollt? Ich von links. Panzerglas, was soll denn der Kram? Ich will nicht. Ja. Ist das alles, was du zu bieten hast? Ich kann den ganzen Tag so weitermachen. Von oben. Genau, von oben runter. Alter, verdammt! Wo sind die? Oben. Alter, die haben mich wieder erwischt. Kannst du mich heilen? Ich muss erstmal Deckung gehen, ich glaube nicht. Schwierig. Kannst du hier beim Stein in Deckung gehen? Ich liege da oben drauf. Ja, genau. Ich muss erst, wie gesagt, erstmal da hinkommen. Du hast echt keine Eier, ne? Ja, keine Eier, Alter. Keine Eier! Siehst du, dass ich auch halbtot bin, vielleicht? Keine Eier. Arme Jade, sie ist so einsam ohne dich. Aber das war uns doch gleich hier, ist alles gut. Kleine Eier. Sie wartet schon auf dich. Heil dich. Hol sie dir. Wo sind wir hin? Weil hätte ich nicht klettern dürfen. Nee. Wie zum Thema kleine Eier. Keine Eier hier. Keine Eier. Ich kann immer noch keinen Argen. Weiß so. Hast du das gesehen?
Kommt. Kommt. Komm her zu Papa. Er bringt uns alle um! Ach du, nee, das waren glaube ich noch welche, ne? Nein. Oh, hebt ihn hoch. Heb ihn hoch. Heb ihn hoch. Oh, bist du ein Mucki spielen. Oh, Scheiße, nein. Oh, Alter. Nicht jetzt. Das sagst du immer. Hast du noch einen anderen Spruch? Komm schon, Craig. Du willst sie doch nicht ewig warten lassen. Oh, Mann. In dem Zustand kämpfen? Ja. Natürlich. So, hier ist natürlich auch wieder gleich großes Geballer. Hier ist Treppe, hier ist Treppe. Was? Nur auf die andere Seite. Jade kann es kaum mehr erwarten, dich wiederzusehen. Jade kann es kaum mehr erwarten, dich wiederzusehen. Wiederholst du? Ja, hab ich auch gerade so gedacht. Jetzt hier rein. Beeilung. Du kannst auch sehen. Alter! Hört ihr auch alles so dumpf an? Ja. Werden zum Zombie. Wahrscheinlich. Alter. What the... Okay. Glaubst du, das schafft mir? Alle Ding reingezogen. Beule zum Einsatz und Attacke! Lebt. Einfach immer nur töten. Was ist denn jetzt passiert? Ah, Alter! Bin tot? Wieso das denn? Ich hab doch extra das Zeug geschluckt, dass es nicht so viel Schaden nimmt. Oh. Oh ja, Alter, ich bin aber auch... Weiß es nicht. Da darf man da nicht runter. Ah, ich glaube, die haben mich da... Die haben von der anderen Seite geschossen. Ich habe da welche schießen sehen. Naja, gucken wir gleich mal. Lass mich auch erstmal wieder... Ich hab da Zeug genommen, damit ich nicht sterben kann. Können wir jetzt nur einen Damage machen? Davon gegenüber schießen die. Schießen von gegen. Gut. Da müsste aber irgendwo noch einer sein. Ich hätte da zwei gesehen. Da hinterm Felsen ist da noch einer. Den erwische ich nicht. Na egal, da müssen wir so durch. Hast du noch einen Trank? Und dann trinken und jetzt. Und dann mal Yalla Yalla wieder. Alter! Also guck dir mal, was hier an Leichensäcken liegt, André. Was hier liegt an Leichensäcken? Ah, guck mal! Wir hätten das dann, guck mal, wir hätten die hier ins Wasser locken können. Das ist, glaube ich, oder? Ist das Wasser nicht drin? Nein. Sieht nur so aus. Das reparieren? Ja. Ja, sag ich ja. Oben, der hinterm Feld ist.
Komm, ich mal halt dir die Zombies von deinem Punkt nach oben. Was ist da gewesen, wenn nicht noch einer ist? Alter Schwede. Aber was denn jetzt wieder? Ich hab keine Ahnung. Danke. Weiß nicht, was das war. Eine Falle, eine Mine oder so. Alter, ist das hier ein Metzel. Alter, guck dir mal an, was hier an leichten Insekten rumliegt. Alter, guck dir mal an hier, was hier alles rumliegt. Alter, Happy Looting oder so, ne? Bisschen Scheiß. Nee. Musst du jetzt da hoch? Ja, müssen wir ja jetzt. Aber hier schon irgendwo hoch. Ja, sprich. Ja, erstmal nimm. Geschickt aus, die Viecher, ne? Da runter. Oder übel, ne? Was dann? Hab ich den Feuerwasser getroffen. Es wird immer schlimmer. Na, infiziert er sich jetzt doch noch? Wird er jetzt doch noch zum Zombie? Alter, mal den Teufel nicht an die Wand. Jade! Oh nein! Oh nein, was haben sie mit dir gemacht? Geht's gut. Tahir hat mir einen übergezogen, bevor er mich hier reingesteckt hat. Bin sofort wieder auf dem Damm. So lange kann ich nicht warten, Scorpio. Das bisschen Zeit, das euch noch bleibt, verdankt ihr mir. Da du die Antennen repariert hast, konnte ich jedes eurer Gespräche mitverfolgen. Wie habe ich dich wohl gefunden, Scorpion? Oder den guten Dr. Kent? Wie habe ich wohl die Verbindung zwischen den Sektoren unterbrochen? Ich führe Regie in diesem Stück. Und da ich Seras Daten habe, tut der Jari exakt das, was ich sage. Und das bedeutet, ihr seid beide nutzlos. Tahir. Ich hab das Gefühl, Scheiße. Wir haben jetzt einen Wettkampf gestartet. Ich hab keinen gestartet. Ich glaub, du musst ja, der startet nicht von alleine. Ja, ich hab nichts gemacht, ich hab jetzt auch nichts gedrückt. Deine Stärke hätte ich gebrauchen können. Alter, abteilt eure Welt, Leute. Betrachte es als charakterbildende Maßnahme. Komm schon, wir müssen hier raus. Ja, und wo? Hier? Jetzt bin ich wieder zurück. Jade, bist du verletzt? Du wurdest doch nicht gebissen, oder? Alles gut, alles okay. Muss nur mal durchschnaufen. Meine Güte, ist das ja Wahnsinn. Nichts ist okay für Jade. Sie wurde bereits vor ein paar Stunden durch einen Biss infiziert. Warum sie das wohl nicht erwähnt hat? Ein Beißer am Bein. Das braucht dich nicht zu kümmern. Und wieder stehst du vor einer Wahl, Crane. Dein lieber Skorpion wird bald mutieren. Und du auch. Oh, nur eine Dose Antizin. Wer bekommt das Antizin? Wer wird mit dem Leben davonkommen?
Spritz dir das selber! Jade, hier, nimm das. Nein! Oh, mach schon, ich hab noch genügend in mir. Du brauchst es viel dringender als ich. Nein! Du musst mir eine Sache versprechen. Wenn der Moment kommt, bist du es, der mich erledigt. Was? Nein, ich... Versprich es! Jade, ich kann nicht... Jetzt? Wayne's. Crane, kannst du mich hören? Jade, wo bist du? Oh Mann. Du musst mir zuhören, Crane. Ich höre dir zu. Aber doch. Crane, kannst du mich hören? Ist die richtige Tür hier, die Tür? Hier. Jade, wo bist du? Was zur... Bin ich jetzt bewusstlos oder sowas? Nein, ich bin wahrscheinlich bewusstlos. Das ist ja eigenartig, ne, hier. Ja, wir sind bestimmt bewusstlos oder so. Ich weiß, dass du mich retten wolltest. Nicht jeder hätte so selbstlos auf das Antizin verzichtet. Nacht überlebt? Ja. Aber ja, natürlich, komm, wir sind doch bewusstlos. Kannst mir sagen, was du willst. Zu spät für mich. Ups. Ich habe es jetzt geschafft zu sterben in einem Stück, wo man bestimmt nicht sterben kann. Auch wenn du das erleben wolltest. A, B, C, D, E, F, G, Schule. Auch gestorben. Tatsächlich richtig springen. Eine Zeit lang gab ich dir die Schuld an Amirs Tod. Ich wollte dich umbringen. Aber dann wurde mir klar, dass Amirs Zeit gekommen war. Hin? Ja, nach oben hier. Unten hin. Merkwürdige Action hier gerade. Voll auf Drogentrip. Ja, wahrscheinlich. Unser aller Leben ist endlich, Crane. Da ist nichts dran zu rütteln. Oh oh. Guck mal rein. Ah, ich weiß nicht. Ey, die sitzen und lernen, Alter. Die wollen lernen, die Zombies. Sind das nicht? Boah, Blutspuren. Hier sind blutige Fußspuren gewesen. Wir werden geboren und am Ende sterben wir. Mein Magen brennt. Gott, mach, dass es aufhört. Es wird ja jetzt langsam dann doch noch so ein bisschen freakig, ne? Habe ich das Gefühl? Ja, sehr eigenartig. Da waren... Ich spüre meine Beine nicht mehr. Heilige Scheiße. Boah. Ich seh nichts. Ich spring mal hier in den Tod, Alter. Das Einzige, was uns bleibt, ist, der Zeit dazwischen eine Bedeutung zu geben. Ich werde gleich vor. Schon mal gesagt, dass ich gleich irre werde. Alter, guck dir mal an, die Straße steht über Kopf. André, guck mal. Cool. Die Straße steht über Kopf. Was für Pilze spacken die, ey. Irgendwie klar. Sie haben das alles nicht verdient. Ich habe keine Ahnung, was sie hier für Medikamente nehmen, aber entweder nehmen die mehr davon oder die geben die mir mal was ab. Rahims Leben hatte Bedeutung. Rahims Leben hatte Bedeutung. Nun sind beide fort. Falls ich mich opfern muss, damit hier alle gerettet werden können, dann will ich es tun. Alter, was ist denn? Tod. Alter, was geht denn ab hier, Männer? Alter, jetzt voll der Trip. Und ist ja nicht, ich soll jetzt über diese Pfähle da balancieren.
Nimm mir das nicht, Crane. Alter. Also was ist denn jetzt los? Seid ihr kaputt oder was? Ich wurde zu früh geboren. Die Ärzte dachten, ich würde sterben. Oh. Tot. Aber ich kämpfte. Gab nicht auf. Kämpfte auf. Immer weiter und weiter. Ich hab's geschafft. Ein Champion. Das ist schön. Wurde der Skorpion. Ich habe meinem Leben Bedeutung gegeben. Nun ist meine Zeit gekommen, Craig. Alter! Du kannst tot. Mich nicht retten. Lass mich wieder. Dich retten. Alter, was geht ab? Ich bin doch auf den Pfeiler links gesprungen. Was geht denn? Scheiße! Was jetzt? Bin ich? Alter, überspringen oder so. Ah. Geschafft. Ah. Alter Schiede. Da ist sie. Nein, da ist sie. Nein! Verdammt, nein! Bring mich nicht auf! Jetzt ist das am Tritt endlich raus, oder? Oh nein! Oh Gott, Jade, ich. Es tut mir. Ich wollte das nicht tun! Ah. Einer von uns muss überleben, Kyle. Erinnere dich an dein Versprechen. Und wieder hast du die Entscheidung nicht selbst gefällt. Enttäuscht mich, Crane. Du und du. Geht rein und erledigt die beiden. Noch einer auf Rambo. Was? Wir waren jetzt mit bloßen Händen tötig. Ja. Die haben doch alle Macheten. Die können auch mal wenigstens einen abgeben. Okay, ich glaube, die brauchen keine Hilfe. Anders. Ist das so einfach? Warum machen wir das nicht immer so leicht? Keine Ahnung. Was ist das immer so kompliziert, das Zombie töten? Andere Mitglieder, ja. Menschen, wie auch immer. Ja. Oh oh. Ordnung der Dinge, töten oder getötet werden, fressen oder gefressen werden. Oh, jetzt ist sie. Oh Mann, irgendwie sterben sie alle, mit denen wir Kontakt haben. Ja, irgendwie schon, ey. Also irgendwie komme ich langsam schlechte Stimmung davon. Wir sind so langsam, glaube ich, so wie die Anti-Helden, die in den Wer denn nur eine Machete? Schon wieder? Oh. Da muss doch jetzt sein, ne? Wenn wir jetzt wirklich wieder von so einer blöde Machete haben, was ist denn wieder ganz anders? Es ist nicht an dir, Reis herauszufordern. Und was ist das? Dafür ist Jade also gestorben. Für dieses armselige Ding. Rais hat sie wohl fallen lassen, als er in Deckung gegangen ist. Oh Mist, das sind nur die Gewebeproben. Wo ist das andere Paket? Fahr zur Hölle, Crane. Rutsch, Tahir. Du siehst ja ziemlich mitgenommen aus. Von solchen Wunden erholt man sich für gewöhnlich nicht. Dann bring es zu Ende. Nein, nein. Ich sollte dich leiden lassen, so wie du es verdienst. Ja. Er kann aber auch ganz brutal sein. Es nicht. Weil man bei Typen wie dir auf Nummer sicher gehen muss. Alter, der ist aber ganz schön radikal. Ja, sie ist nicht mehr so der nette Typ. Jetzt ist er auf Kriegsfuß. Tahirs Waffe. Troy, Jade. Ja, Tahirs Waffe. Jade ist tot. Aber warum habe ich denn nichts anderes? Das tut mir leid. Tut mir wirklich leid, Crane. Alter, jetzt. Voll Epista hier. Sie hat mein Leben gerettet.
starb für sie mich. Sie starb für mich. Jetzt ist er im Krieg, Alter. Du musst den Luftschlag verhindern. Jade hat sich geopfert, damit du die Mission der Luftschlag, zu Ende bringen kannst. Mir egal. Ist Sally da? Hat er einen Weg gefunden, den Funkverkehr wiederherzustellen? Ja, hat er. Aber um den Plan umzusetzen, muss ich dir den Verstärker geben, den Sally benutzt hat, um das Störsignal zu unterbrechen. Komm zur Sicherheitszone auf halbem Weg zu dem Funkmast, an dem du den Verstärker anbringen musst. Bin schon auf dem Weg. Ach, jetzt wird's aber wieder geht. Oh, Gott sei Dank. Soll das egal? Der Hackstückel hier, Alter. Was geht ab mit der Waffe? Mit der Mensch machten die? Aus 45. Warum hat sie ihre Ausrüstung aus der Tasche? Ah! Oh nein, nicht das schon wieder. Doch. Also, das müssen wir einmal machen hier. Komm. Die ganzen Komponenten wieder mitnehmen. Ne, da brauchst du nur F, also ich brauch nur F drücken, dann habe ich die Komponenten automatisch an. Ah! Und Wurfer. Da, wo ist meine Sichel? Weißt du, welche ich hatte? Ne, das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Wurfhaken, guck mal, Wurfhaken ist zum Beispiel glaube ich nicht drin. Nein, die Sachen musst du dann noch rausnehmen. Ach so. Kingdoms, der Crafting Update. Crafting Update? Also scheint echt Patch Day zu sein bei diesen Early. Echt? Okay. Da ist mein Wurfhaken. Da habe ich meinen Wurfhaken. Loco. Dein Loco? El Loco. El Loco. El Loco. So kann ich den Dings da noch. Die mache ich ja noch ein bisschen aufbessern. Ja, hatte ich gerade, wollte ich auch gerade gucken. Aber ich habe, glaube ich. Nee, nichts Tolles. Ich habe keinen guten Mod dafür. Nur die Zombie-Klassiker-Mod geht da. Nee, oh ne. Doch. Ich hab da nichts für. So. Jetzt schon wieder. Gehst jetzt wieder nur, weil du sagst, ich möchte aufhören. Nein. Du bist müde bin ich schon die ganze Zeit, das kriegst du noch nicht mit. Normalerweise schaffe ich es vorher auch immer, mein Mikrofon zu muten. Nein, ich habe heute schon gearbeitet, ja? Entschuldigung. Ja, ist ja kein Problem, dann gucken wir jetzt, dass das. Da sowohl Jade als auch ich mit dem Virus infiziert sind, zum Ende bringen. Wir haben auch jetzt 2,5 Stunden drauf. Brauch schon wieder. Sind wir immer noch online? Ich dachte, wir sind schon wieder offline. Was? Ich dachte, wir sind schon wieder offline. Nein, alles gut. Dr. Kemp, gucken wir mal nach. Hier. Hören Sie mich? Crane, wie kommen Sie voran? Haben Sie Jade gefunden? Ja, ich habe sie gefunden. Ich habe die Gewebeproben. Sobald ich eine dringende Sache erledigt habe, bringe ich sie zu Ihnen. Alter. Aber nicht, dass Eile geboten ist. Alter! Was ich vorhabe, wird uns mehr Hilfe. Zeit verschaffen. Hilfe! Bis dann. Alter! Bist du hin? Wieder gesprochen. Alter, einfach so? Einfach ins Wasser, ja. El Loco. Alter. Ah, schön. Wir danken uns fürs Zusehen. Und bis morgen, wenn wir 12 Stunden dabei sind mit einem Spiel. Genau, morgen ist unser 12 Stunden. Wie immer. Morgen ist unser 12 Stunden. Und also. Dank wie immer, ne? Tödelö.